Willst du ja mal reinpusten? Herzlich willkommen in der Weihnachtsbäckerei von Holstein Kiel. Um beim weihnachtlichen Plätzchenbacken ein großartiges Geschmackserlebnis zu erzielen, beachtet gerne die folgenden Schritte. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Wollen wir das machen? Lass mich das machen. Ja. Das gehe ich hin. Wie viel hast du? 180. Ober-Unterhitze? Ja. Das ist mit den zwei Strichen. So. Top. Rollt den Teig anschließend ca. 3 bis 4 mm dick aus. Haben wir ein Geodreieck? Also das macht Skripski, ja. Weil da brauchst du eine Stunde dafür für den Teig. Ungefähr Härtegrad von einem Diamant hat das noch. Das macht er nicht zum ersten Mal. Ja. Das ist übrigens eine Kartoffel. Oh, das ist ja super. Ein bisschen Mehl dran, Fabian. Dann geht das besser. Eben. Tatsächlich, mach Mehl. Vertrau mir. Ja, wo ist denn Mehl? Ja, nimm das. Was, soll ich das hier auf den Untergrund machen? Ja. Knetest du für mich durch? Ja, und ein bisschen an die Rolle. Willst du hier mal reinpusten? Jetzt muss man natürlich extrem Fingerspitzengefühl beweisen hierfür. Oh, das machen wir gut. Jetzt messen bitte. 3 bis 4 mm. Das klebt. Das ist zu wenig Mehl, Fabian. Ja, nicht am Mehl geizen. Beiß sie zusammen. Also das hier sind 3 cm. Ja, das kommt ja auch noch rüber. Mehl. Mehl. Sag Stopp. Die schmecken jetzt sicher nicht viel nach Mehl, die Kekse. Es werden Mehlkekse. Mehl schön einmassieren. Oh, das ist ja... Cut. Ja, es muss ja für meinen... Vielleicht ein bisschen mehr Mehl. Ich weiß es nicht ganz genau. In der Küche kommt es auch ein bisschen so auf Fingerspitzengefühl an. Das haben wir bis jetzt noch nicht bewiesen. Kochst du eigentlich gerne zu Hause? Und backst du mal? Nee, Backen ist für mich ganz so schlimm. Kaiserschmarrn oder so? Nee, Backen ist für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Machst du das gerne mal? Backen? Hm? Ja. Ein paar Riegel oder so? Hä? Ein paar Riegel. Echt? Mhm. Selber? Was sind das für Riegel? Kannst du mir einmal mitbringen davon? Gerne. So, stecht mit den Formen verschiedene Plätzchen aus und verteilt den Backpapier darunter auf dem Backblech. Ein kleiner Braunbär. Haben wir auch Schweinswalfiguren hier? Oder Kegelrobben. Kegelrobben wären auch nett. Das ist. Das ist keine Kegelrobbe. Hier, das ist dein. Hey, Thomas Dehne haben wir auch, oder was? Der müsste eigentlich Gold sein. Thomas Dehne ist der beste Weihnachtsmann, oder? Ohne Witz. Ich glaube, das ist sogar der echte Weihnachtsmann. So, ein Thomas Dehne habe ich schon mal fertig. Mehl ist die halbe Miete. Nein, Thomas hat seine Mütze verloren. Was machst du da wirklich? Das ist dein Haustier. Dein Haustier. Wie heißt das Haustier? Ein Mauswiesel. Wollen wir das schon mal reinschieben? Dekorieren auch noch? Ja, natürlich. Das ist übrigens jetzt Kaiserschmarrn, österreichische Spezialität. Ja, und das machen wir jetzt einfach in der Pfanne. Einfach in die Pfanne kurz mit Butter anbraten. Links, rechts, bisschen durchschwenken, bisschen Zucker drüber, Rosinen rein. Wollen wir so ein paar Streusel da untermischen im Teig? In meinen Kaiserschmarrn kommen keine Streusel. Guck mal, wenn wir jetzt da Streusel. Nur Rosinen. Ja, aber wenn wir da jetzt Streusel reinmachen. Nee. Den dann kneten. Wäre doch cool so. Nee. Ja, KM, das ist eine Achillesferse. Ach komm, mach was du willst. Das wird grandios. Schrimski, seine Vision ist einfach: je mehr Mehl, desto besser. Mehr. Wenn ihr nicht weiter wisst, dann einfach Mehl zufügen, so lange wie geht. Da, wir können auch Mehlwürmer machen. Wir könnten noch etwas Zitronenzeste mit einfügen. Jeder Zentimeter wird hier ausgenutzt. Das ist hier chirurgische Maßarbeit. Ich weiß, nach was Skripskis Plätzchen schmecken werden. Auch. Mehl. Regel Nummer 1 beim Plätzchenbacken. Benni, vollende diesen Satz. Mehr Mehl,
als andere Zutaten. Also jetzt mal ohne Spaß, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass hier eine scharfe Seite ist. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Das ist nicht. Doch, und ich sage das auch offen und ehrlich, aber guckt mal den Stern hier an, den ich mit der stumpfen Seite gemacht habe. Ich habe gerade gemerkt, dass er echt ein bisschen scharf ist. Das ist die Wegfarbe. Und jetzt kommt er mit wieder nach oben, ne? Nee, nee. Oh, was ist das? Das ist ein halber. Du darfst ja jetzt vollenden quasi. Ich muss sagen. Oh! Oh, er lacht. Bin ja da lustig. Dekoriert und verziert die Plätze nach Lust und Laune. Haben wir Lust und Laune? Ja. Ja. Kurz muss man vielleicht dazu sagen, Mehl zählt nicht als Verzierung, oder, Steve? So, 1 Liter Zitronensaft. Nach Gefühl wie die Oma. Und du weißt ja, viel hilft viel. Jetzt habe ich hier was Cooles gefunden. Die Zuckerschrift. Ich merke gerade, ich habe Glasur für 27 Kilo Plätzchen gemacht. Das war, glaube ich, ein bisschen zu viel Zitrone. Oder einfach zu wenig Zucker. Man kann gar nicht genug Zucker reinmachen. Und Mehl zur Not. Ein bisschen Zuckerguss. Oh nein, ich mache mir so viel Mühe und du glasierst den einfach. Der sieht so hässlich aber aus. Aber schmecken tut er dafür 1A nachher. Ja, oh. Guck mal, das Krümelmonster. Zivil. Das ist Thomas und er bekommt eine rosa Einhorn-Unter Dingsmaus Wäsche. Hose nennt man das. Hose. Darf ich die rot kurz haben? Die bräuchte ich nämlich auch kurz. Das ist Thomas. Es geht hier um Thomas Dehne. Nicht so zittern, bitte. Bitte, Assistent. Feiner, präziser Schnitt. Ja, wie in der Sauna. Machst du mir direkt wieder nach, ne? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, wieder mit an den Ecken, ne? Hast du ja schön abgeguckt, ne? Ich muss sagen, hier ist das Projekt gescheitert. Das ist der Gelbhelm-Lux. Oh, guck mal. Oh, es riecht hier aus. Nein! Thomas! Oh nein. Thomas Auge sieht gar nicht gut aus. Thomas seine Nase sieht auch nicht gut Thomas aus. Thomas Shield ab heute. In der Mitte, Fabi, deine Art trinkt im Zuckerguss. Der trinkt da einfach. Ey, ich sehe aus, Junge. Ich kann nicht mehr auf die Straße jetzt. Boah, ich bin tierisch kaputt. Oskar? Wollen wir die auch mal reinschieben? Fabian, schieb sie hinein. Du stehst doch gerade. Ich mach's aber gerne. Klappe zu, Affe tot. Boah. Naja. Thomas, dem geht's gar nicht gut. Armer Thomas. Aber das ist ein Wahnsinns-Boomerang, ne? Ja. Ohne Spaß, schmeckt gut. Viel Mehl. Mehlig, auf jeden Fall, im Abgang. Das waren die besten Kekse, die ich dieses Jahr gegessen habe. Ich auch. Das freut sich so. Ja, ist so. Achtung beim Keksessen, extreme Auswurfgefahr, wenn man redet. Kennt jeder Großvater.